Och, Alter, wir sind erst hier. Och, Mann. Ich dachte, wir wären schon viel, viel weiter. Wir können ja dann theoretisch auch mal einen Fluss reinlegen. Wäre das gut? Also, ob das gut aussehen würde, meine ich. Damit jetzt. Weiß es nicht. Ja, gut. Ich weiß wirklich nicht wirklich, worüber ich reden will. Das ist ungünstig, sag ich mal. Hüpf. So. Das ist schon wieder eine Fackel runter. Bleibt gefälligst da. Wir brauchen Licht. Ja, wow. So viel zum Thema. Bleibt gefälligst da. Nächstes Mal bauen wir sie ab. Diese Fackel muss sich schon auch jetzt ziemlich diskriminiert fühlen. Und wenn sie im selben Moment sind, der wird sie abbauen und sagen, dass wir sie brauchen. Aber dabei war es doch nur ein Versehen. Ach Gott. Dass die Fackel jemals verstehen wird, dass das ein Versehen war, das weiß man nicht. Aber ich hoffe mal, sie ist uns nicht nachtragend dafür. Es wäre nämlich wirklich doof. Es ist übrigens, lustiges Detail am Rande, gerade 4 Uhr morgens. Und ich bin tatsächlich... Oh, es ist sogar schon 16:30. Ja. Oh, oh, oh. Und ich bin tatsächlich erst aufgestanden. Weil ich ja wieder in einen einigermaßen normaleren Schlafrhythmus reingehen wollte und nicht alles genau vertauschen. Und deswegen bin ich gestern um 1 Uhr ins Bett gegangen, aber dann schon nach 3 Stunden wieder aufgewacht. Weil ich vermutlich den gestrigen Tag einfach schon zu viel geschlafen habe. Ich habe gesagt, immer wenn ich müde bin, lege ich mich hin. Das ist so quasi das Experiment, wie man sich dann fühlt. Sagen wir so, es ist schon recht angenehm, aber... Wenn man dann wirklich lange mal schlafen will, schafft man es dann nicht tatsächlich. Ob es gesünder ist als... einmal lang durchschlafen, weiß ich nicht. Weil es ist wahrscheinlich etwas weniger entspannender, aber dadurch, dass man es dann eh öfter macht und somit insgesamt länger als das einmal durchschlafen, sollte das eigentlich nicht gerade einen wesentlich großen Unterschied dann machen, ne? Glaub ich halt nicht, ne? So. Es war an sich immer noch ein sehr schöner Flecken. Aber, das ist ja doch, ich glaube, ganz am Anfang sind wir doch hier gestanden und haben gesagt, oh, dieses Tal ist so wunderschön. Irgendwie ändert sich das bei mir im Moment etwas. Ich weiß nicht, wieso. Vermutlich, weil die Farbe vom Boden nicht mehr so schön ist. Obwohl, ich bin mal gespannt, ob sich das ändert, wenn ich jetzt hier wieder dastehe. Ah, es ist schon schön, aber irgendwie nicht mehr so mega, wie es das war, als wir es am Anfang gesehen haben.
Diese schwarzen Renderbugs sind immer noch da. Ach Gott, das ist so lustig. Ha, ich feiere das ein bisschen. So. Lass das Inventar wieder mit irgendwelchem Müll voll machen. Gott, was war das denn gerade für ein komisches Geräusch? Gut. Das Schwein da oben. Ich glaube, das will da rein, aber ich will nicht, dass das Schwein da rein will. So. Okay. So. Okay, also das Einzige, was hier oben anscheinend so richtig hinhaut, ist, dass überhaupt hier hochkommen. Alter. So. So, hallo Schaf. Wir haben schon 38, das passt. So, jetzt tun wir das hier erstmal alles noch oben. Ah. Ein Inventar voller Steinspitzhacken. Schön, ne? Gut. Dann legen wir das hier mal noch eine Etage tiefer. Genauso wie das Niveau. Aber ich glaube, so richtig tief gesunken ist das Niveau hier auch gar nicht. Bin ich auch gar nicht mal so traurig drüber. So. So, lala, ja. Klopfen wie immer die Steine, ja? Was hast du gestern gemacht? Ja, das gleiche wie immer. Stell dir aber vor, das hier wäre so ein Server und da hätte man so Aufgaben, dass einer immer nur Steine abbaut. Ein anderer immer nur Höhlen erkundet. Oder Bäume fällt. Das hätte zum einen zwar den großen Vorteil, dass ich das nicht alles machen müsste. Zum anderen aber auch der Nachteil, dass ich nicht mehr beeinflussen kann, wie es gemacht wird. Und das klingt jetzt ziemlich banal, aber diesen Nachteil, den darf man auf keinen Fall unterschätzen. Denn wer schon mal im Multiplayer gespielt hat, der weiß. Jeder hat immer grundsätzlich totale andere Vorstellungen von dem, wie man selber will. Deswegen muss man sich schon entweder sehr, sehr, sehr gut kennen, wenn man irgendein gemeinsames Projekt anfängt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich meistens relativ alleine baue.
Denn diese verschiedenen Vorstellungen dividieren dann schon ziemlich krass. Man sagt, ja, man baut eine Burg, da baut ja auch jeder was komplett anderes. Ich weiß nicht, ich glaube, so hätten kaum jemand was eine Burg bauen wollen, oder? So baut man doch keine Burg mit Holz, also mit solchen Holzstrimmen in den Türmen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ja, in den Türmen ist es schon durchaus ein bisschen riskant, das Holz einzubauen. Vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn man das nachträglich wirklich mit einem oberen Teil der Türme gemacht hätte. Zum unteren irgendwie anderweitig gemacht, aber mir gefällt doch das Holz in den Türmen. Das vermittelt zumindest so einen kleinen Eindruck von, es ist ein Amateurprojekt, ja. So. Ich würde dann auch immer nur phasenweise ein Schwein laut von sich geben. Warum auch immer. Oh, guck mal, die haben sogar einen kleinen Schatten. Sogar alles einen kleinen Schatten. Ist ja, ist mir sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Klar, wir brauchen definitiv irgendwo einen richtig großen, stattlichen Bauernhof. Einfach nur, weil wir dort dann die ganzen Tiere zu Hause geben könnten. Ich mache mal so. Wir gehen einfach dann direkt gleich die nächste Etage nach unten. Ich glaube, so ein kleiner Fluss wäre echt cool hier. Nur dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wo soll er denn herkommen? Und vor allem, wie soll er weiterführen? Ich glaube, wenn wir eine Ausnahme machen, sogar einen 3 hohen. Gut, wenn ich mir das in dem Berg bisher anschaue, so eine richtig große Ausnahme ist es eigentlich nicht. Zumindest auf der Seite wäre es keine. Alter. Dass ich die Fackel noch dabei habe. Moment, aber da muss ich die erstmal mitten hier reinstellen. Hier zum Beispiel eine.